Ceterum censeo Carthago delendam esse oder so ähnlich hieß dieser Spruch. Im Übrigen meine ich, dass Karthago zerstört werden sollte. Das kam so als Dauerspruch damals in Rom immer wieder als Thema, ja. Und genauso müssen wir jetzt auch sagen, Ceterum censeo, dass die Menschheit verloren ist und wo offensichtlich unaufhaltsam und unrettbar verloren ist. Ja, deswegen, ich werde gleich sagen, was denn eigentlich alles nötig wäre, was offensichtlich nie kommen wird, um die Wende der Menschheit einzuleiten. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, schneller hören macht Freude bei allen Sendungen. Jetzt schauen wir doch mal hier. Wenn wir also hier auf der Homepage schauen, ich gehe mal, ach nee, ich muss hier ein Stück weiter runter. Also hier ist die Homepage weltratnextscientistsforfuture.de oder nexts4f.de. Da kann man es sehen, die Abkürzung nexts4f.de. Und dann hatten wir hier den Unterpunkt Live-Ticker Wahlen mehrmals täglich aktualisiert. Da klicke ich jetzt quasi drauf und dann können wir den quasi zu den Akten legen als gescheitert, weil ich lese mal vor, was der Scheiternsbericht ist. Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden weit übertroffen. Wir waren ja sehr aktiv im Bereich PC-Parteien-Coaching. Aber abgesehen von der Partei des Gemeinwohls PDG erwiesen sich die Parteien als mehr oder weniger von ESO-Psychosekten und/oder Verschwörungstheoretikern unterwandert und in Illusionen gefangen, man könne als blutige Anfänger, Laien und Amateure mal soeben selber und alleine die Welt neu entwerfen, wofür Weltrat, Next Scientists for Future und so weiter durchschnittlich weit über 50 Jahre wissenschaftliche Nachdenkenszeit gebraucht hatten. Von daher darf man unseren Versuch, all das Sektiererische, Verschwörungstheoretische sanft in Richtung vernünftiger, wissenschaftlich haltbarer Sichtweisen zu korrigieren, als völlig gescheitert abschließen. Also immer dort, wo wir versucht hatten, behutsam eine Reduktion des Verschwörungstheoretischen in Richtung einer größeren Sachlichkeit, also diese ständige Unterstellung, da sind böse Verbrecher am Werke und so weiter, zu korrigieren darin, dass es sich um Systemfehler von Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft handelt und ums nichts sonst und damit um systemimmanente, nicht bewusste Evolutionsprozesse von vorteilbringenden Irrtümern, da hatten wir also letztendlich nichts erreichen können, weil die Leute immer weiter abgedriftet sind in ihre Verschwörungstheorien und immer weiter in ihre ESO-Psychosektenwahnvorstellungen immer weiter abgedriftet sind. Wir konnten das also auch wieder durch nichts aufhalten. Also sachliche Argumente, wissenschaftliche Überlegungen können Wahnprozesse einfach leider nicht aufhalten und in denen sich ja die ganze Menschheit befindet. Ne? Ja, wenn wir daran denken, dass auch die Wahnvorstellung, Marktwirtschaft sei gut für uns Menschen, ja auch überall, auch in allen Großparteien immer noch vorhanden ist, und auch die Wahnvorstellung, man könne mit planwirtschaftlichen oder pseudoplanwirtschaftlichen beziehungsweise pseudokommunistischen Teilideen und Teilkonzepten irgendetwas Positives für die Menschen erreichen. Diese Wahnvorstellungen sind ja auch dann wieder in einem Teil der Großparteien auch wieder weit verbreitet und man fantasiert da ganz durchmanipuliert von den Sozialsparten und deren vorteilbringenden Irrtümern aufs Wildeste von der Vorteilhaftigkeit von Mindestlöhnen, Tariflöhnen, Mietendeckeln, Mietbegrenzungen und so weiter. Alles sozusagen pseudo-planwirtschaftliche, pseudo-kommunistische Konzepte aus der DDR-Mottenkiste, die also quasi
völlig zum Scheitern verurteilt sind. Und ja, also das ist eben der Wahnsinn der Normalität, ne? Und da kommt man nicht raus. Also deswegen, ich lese mal weiter. Ganz generell scheint es fast völlig unmöglich zu sein, die Diktatur der Sparten, das Ausströmen von Geld und VIs, vorteilbringenden Irrtümern, aus den Sparten heraus in die Welt, Medien, politischen Kasten und so weiter und damit die völlige geistige Verwirrung, Gehirnwäsche, Propaganda bzw. Manipulation in Bezug auf die gesamte Menschheit auch nur ein wenig abzubremsen. Ja, dazu nochmal auch das entsprechende Bildchen. Also erst einmal kurz das Bild. Das ist ja der Überblick über alle unser Angebot im Rahmen des Weltrates. Ja, also unsere Mini-Online-Universität beinhaltet ja auch eben alle Aspekte. Gesellschaftstherapie GT, Gemeinwohlwirtschaft GWW im weitesten Sinne als Großdiskussionsthema der Menschheit. Staatscoaching, Parteiencoaching, Großunternehmenscoaching, hier Gesundheitscoaching, Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, Präventionsberatung und dann die Individualtherapie, die einzige, die übrig geblieben war von all dem psychotherapeutischen Fantastereien, war ausschließlich übrig geblieben. Die Weiterentwicklung der fehlerhaften kognitiven Verhaltenstherapien in Richtung einer VIAT statt VT oder KVT, also VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, beziehungsweise im Rahmen der psychologischen Beratung, sozusagen dann als VIA-Technik, also vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Und die VIAT steht eben auch hinter der Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften beziehungsweise Kommunensupervision, wo es eben auch darum geht, im Plenum, sei es digitales Plenum oder reales Plenum eben anzusprechen, sind irgendwelche Konflikte im Raum, also das Thema der Mediation der Konflikte, der gekonnten Mediation. Wir mussten ja auch die gesamte Mediation neu entwerfen, um von den vorteilbringenden Irrtümern von Rechtsanwälten, die also die vom Streit leben und also völlig unfähig waren, wirklich ein brauchbares Konzept zu entwickeln für eine funktionierende Mediationstechnik, und deswegen mussten wir die Mediation auch völlig neu entwerfen. Und ja, und dann das Thema Irrtümer, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Aber da ist es eben das Dilemma, wir kommen offensichtlich gegen die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten und deren Gehirnwäsche nicht an. Wir sehen, dass auch die Teilnehmer unserer virtuellen Kommunenplenar sozusagen immer wieder von aus aller Welt infiziert werden von vorteilbringenden Irrtümern, der verschiedenen Sparten oder generell von allen möglichen Irrtümern. Und also da bildet sich auch keine Resistenz gegen diese Masse an Irrtümern heraus, was wir erhofft hatten, aber es scheint auch nicht möglich zu sein. Ja, und die dritte Frage in so einem Plenum ist ja dann auch immer, wie ist das Wohlfühlen aller? Sind alle super glücklich oder müssen wir immer noch intensiv weiterarbeiten? Und ja, und hier haben wir ja nochmal die Diktatur der Sparten. Also hier beginnt ja das Kapitel der Diktatur der Sparten, hier jetzt erstmal unausgefüllt, hier in Kritzelei. Und die ungeheure Gefährlichkeit der gefährlichsten Sparten in Deutschland, der gesamten Welt, der Deutschland als der Wohlfahrtsstaat der Erde schlechthin, hat deswegen auch, wird am meisten beschädigt durch die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und der Weltsozialsparten beziehungsweise der NGOs. Nirgendwo ist die Gehirnwäsche aufgrund dieser Sparten so gewaltig. Die anderen Sparten, Nahrungs- und Gesundheitssparten, wirken ja auch im Rest der Welt sehr stark, aber in Deutschland
Ganz besonders stark sind eben die Massenmanipulationen der Sozial- und Weltsozialsparten und so weiter, ja, und all der anderen Sparten. Und dass eben dann ja eben diese ganze Diktatur der Sparten ja so abläuft, dass dann hier diese Gehirnwäsche, Massenmanipulation und Massenpropaganda eben durch die hier ausströmenden Geldscheine und vorteilbringenden Irrtümer, Killerviren des Geistes, KVGs, in die und dass sich nach und nach durch die parallel laufenden Evolutionsprozesse in den Sparten und in den Journalistensparten, Spielfilmemachersparten und Politikersparten und Parteiensparten, dass dadurch durch die parallelen Evolutionsprozesse finden sich dann heutzutage praktisch eins zu eins alle vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, eins zu eins in den Köpfen all dieser Sparten hier. Und dadurch haben wir einen Einheitsbrei von totaler geistiger Verwirrung und totaler Massenmanipulation, Massengehirnwäsche und Massenpropaganda. Und das läuft alles zu allergrößten Teilen nicht bewusst ab, ohne bewusste Anteile. Also ich gucke gerade mal, wo dieses andere Bild ist. Ja, genau. Also der Anteil der kriminellen Lügen dürfte sehr gering dabei sein. Und die vorteilbringenden Irrtümer dürften gewaltig sein. Das heißt, der nicht bewusste antikooperative Anteil in unserer Gesellschaft dürfte riesig sein. Und echte Verschwörungen dürften wirklich die absolute Ausnahme sein. Und ein nicht bewusstes, wahnhafte Entwicklung der gesamten Menschheit, die deswegen auch nicht aufzuhalten ist, weil die Gehirnevolution immer mehr scheinbar in Richtung Gehirnschrumpfung weiterlaufen dürfte. Da ja überall auf der Welt die Sozialsparten sehr stark sind und der größte Einfluss der Sozialsparten ist ja eben gerade, Gehirne schrumpfen zu lassen. Ja, das ist ja der größte Einfluss, denn die Sozialsparten haben uns ja quasi der Menschheit ja verboten, darüber nachzudenken, ob sie denn genügend dafür sorgt, dass ihre leistungsfähigen Mitglieder und die Leistungsfähigen der Menschen der Welt in einem Land für den Nachwuchs sorgen und dadurch für mithalten können, mit der weltweiten Leistungssteigerung zu sorgen. Stattdessen haben die Sozialsparten uns ja mit ihren vorteilbringenden Irrtümern sozusagen geistig so verwirrt, dass wir dem Aberglauben anheimgefallen sind, alle Neugeborenen seien potenzielle Genies, man müsse nur ein bisschen Bildungsdünger drauf werfen und dann würden alle zu Genies werden. Und dadurch kommt es dann dazu, dass wir hier einen unheimlichen Zuwachs an Menschen und Nachwuchs im Bereich der arbeitsunfähigen, ungebildeten, unqualifizierten, nicht qualifizierbaren, dauerhaft Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen, Langzeitobdachlosen und so weiter, haben sich die Sozialsparten herangezüchtet, einen riesigen Bereich, also wir müssten eigentlich das jetzt hier so zeichnen, einen riesigen Buckel von scheinbar nur 6 Millionen, aber Hartz-IV-Empfängern sozusagen oder von Hartz-IV lebenden Menschen, 6 Millionen, das sind fast 10% der deutschen Bevölkerung, aber das wächst immer weiter. Diese Seite in Wirklichkeit ist die wahrscheinlich schon jetzt viel größer, hat längst wahrscheinlich die 10% überschritten. Und das ist quasi, und wenn man dann noch die gesamten Sozialbürokratien und deren Kosten dazu nimmt, ist es schon ein riesiger Teil der Gesellschaft, der in Zerstörung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hineinfließt und weiter hier ein riesiges Imperium an Kundschaft und Sozialsparten und Wohlfahrtssparten sozusagen bedeutet. Und das bedeutet das endgültige Ende Deutschlands wie das Römische Reich. Das ist die eigentliche spätrömische Dekadenz, weil hier die Leistungsträger immer mehr ihre Produktion ins Ausland verlagern werden müssen, wie zuletzt am Otto-Beispiel des Otto-Versandes gezeigt, weil
die Unternehmen nicht überleben können, wenn sie das hier alles weiter finanzieren müssen. Und indem da eben Arbeitsplätze nach Polen und Tschechien und so weiter abwandern, verlieren wir immer mehr Geld und entwickeln uns immer mehr in Richtung noch mehr Arbeitslose. Also all die Leute, die ihre Jobs an die Polen und Tschechen verlieren, weil die nicht so überteuert sind auf dem Weltmarkt, die werden Langzeitarbeitslose oder Dauerarbeitslose. Und das wird ja, das beschleunigt sich ja immer weiter. Also das wird ja als Mühlstein, als Kostenmühlstein auf der deutschen Wirtschaft immer mehr dazu führen, dass immer mehr Arbeitsplätze an die Polen, Tschechen und anderen Länder verloren gehen werden, ja? Und dadurch wird sich dieser Prozess ständig beschleunigen, des endgültigen Niedergangs Deutschlands und der Totalverarmung und Verelendung Deutschlands in Richtung eines dritten Weltlandes. Ja, und das scheint alles unaufhaltsam zu sein, ja. Und ja, das ist wohl die Lage der Menschheit. Und jetzt lese ich hier nochmal diesen Abschnitt vor. Wo war ich gerade gewesen? Hier war ich gewesen. Noch einmal die Zusammenfassung davon hier ganz generell scheint es fast völlig unmöglich zu sein, die Diktatur der Sparten, das Ausströmen von Geld und vorteilbringenden Irrtümern aus den Sparten heraus, hinein in die Welt, die Medien, die politischen Kasten und so weiter. Und damit die völlige geistige Verwirrung, Gehirnwäsche, Propaganda bzw. Manipulation in Bezug auf die gesamte Menschheit auch nur ein wenig abzubremsen. Das scheint also völlig unmöglich zu sein. Ne? Fast völlig unmöglich zu sein. Die Menschheit scheint unrettbar verloren zu sein. Der von manchen Professoren behauptete Gehirnschwund der Menschheit scheint unumkehrbar und unaufhaltsam die Menschheit immer weiter von einer Lösungskompetenz zu entfernen. Die beiden Großgeiseln der Menschheit, Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft bzw. Pseudokommunismus, scheinen sich als ewige Menschheitsfallen zu erweisen, aus denen es keinerlei Chancen gibt zu entrinnen, also in Richtung einer Gemeinwohlwirtschaft, der des einzigen Ausweges, der wissenschaftlich möglich ist. Unsere leider gescheiterten Versuche, behutsam Vernunft in wirre Köpfe hineinzubringen, sind also jetzt nicht mehr von Bedeutung bzw. Interesse, also all diese Sachen hier jetzt zu den Wahlen und den Parteien, das ist alles jetzt irrelevant. Jetzt kann man noch mal kurz draufklicken hier, so welche Parteien hier. Aber das kann man sich jetzt eigentlich, kann man jetzt alles vergessen. Im Großen und Ganzen hat nur noch historischen Wert, denke ich. Denn wie gesagt, nur ja, die Partei des Gemeinwohls ist ja mittlerweile entstanden. Das muss sicherlich auch noch mal korrigiert werden, aber und all die anderen Parteien, ja, sozusagen Basis, da ist keine Hoffnung mehr, das ist alles im Bereich des Fantastischen und der Fantastereien. Das können wir alles abhaken, dass all diese Dinge scheinen sich da immer weiter in Richtung Sektiererisches und Verschwörungstheoretisches abzudriften und können insofern abgehakt werden. Ja, also, was würde es jetzt, wenn überhaupt, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, angesichts dieser schrecklichen Lage der Menschheit würde ich jetzt gerne irgendwie was tun. Ja, was müssten Sie eigentlich versuchen zu erreichen? Ja, da Sie müssten ja eigentlich es schaffen, dass Sie bei sich selber alles in Frage stellen. Erstmal sagen, okay, wahrscheinlich bin ich auch nur ein Sammelsurium der vorteilbringenden Irrtümer. Also mein ganzes Weltbild dürfte wahrscheinlich ein reines Sammelsurium der vorteilbringenden Irrtümer all derjenigen Sparten sein, all der circa 100 Sparten, die uns alle geistig verwirrt und durchmanipuliert haben.
Und dann müssten sie das ja alles bei sich aufrollen und so weiter. Und das schaffen Menschen scheinbar gar nicht, sondern sie werden ständig weiter Gehirn gewaschen und ständig kommen neue vorteilbringende Irrtümer in die Gehirne der Menschen rein und so weiter. Ja, und ja, denken wir nur an den neuen vorteilbringenden Irrtum, dass also irgendetwas erreicht wäre, wenn 120 Staaten der Erde sich zum Beispiel weigern, die gleichen Anstrengungen beim CO2-Ausstieg zu leisten und nur 80 Staaten das machen, dann werden diese 80 Staaten ja, wenn sie nicht völlig geistig behindert sind, werden gar nichts machen, weil diese 80 Staaten genau wissen, dass sie ja damit ihre Wirtschaft beschädigen und die 120 anderen Staaten, die gar nichts tun, sondern weiterhin alle Profite, große Profite durch hohen CO-Verbrauch und also C-Verbrauch, hohen Kohlenstoffverbrennungsverbrauch sozusagen, riesige Profite weiterfahren, dass natürlich es einfach zu einer Umkehr kommt. Die CO2-Ausstoßer, die größten CO2-Ausstößer machen die größten wirtschaftlichen Sprünge nach vorne und alle, die sich selbst eine CO2-Askese auferlegen, werden wirtschaftlich ruiniert und geschwächt und werden dann platt gemacht von den erfolgreicheren CO2-ausstoßenden Staaten. Ne? Und solche, aber der Aberglaube ist auch schon selber wieder ein vorteilbringender Irrtümer der Weltsozialsparten, dass die Leute glauben, dass solche wahnwitzigen Konzepte funktionieren könnten, dass wenn sich lächerliche 80 von 200 Staaten auf etwas moralisch verpflichtet fühlen, wovon 120 andere Staaten nichts wissen wollen, also das ist alles unmöglich. Also na gut, es ist alles Spinnerei. Aber gut, in der Richtung müsste es liegen. Jeder Mensch, der überhaupt noch wollte, dass die Welt noch zu retten wäre, müsste ja erst einmal all sein Weltbild als ausschließlich aus Irrtümern, aus vorteilbringenden Irrtümern und aus sonstigen Irrtümern bestehend erkennen und darüber und ständig rumlaufen und den Weltrat und die Next Scientists for Future und so weiter und hier unsere Kommunensupervision und so weiter, egal bei welcher Gelegenheit, befragen, wo irre ich mich, wo irrst du dich, also, und das kommt ja gar nicht zustande, das interessiert kein Mensch offensichtlich, das heißt also, jeder möchte gerne seine Gehirnwäsche behalten um jeden Preis und man fühlt sich offensichtlich wohl darin als Gehirngewaschener und findet darin überhaupt kein Problem und möchte um jeden Preis lieber seine eigene Gehirnwäsche behalten und sie nicht hinterfragen als ein einziges Irrtumsgebäude. Ja, tschüssi, bis bald.